Es ist Anfang Oktober und eigentlich kommt das Recap zu Conjuring-Universum zur kompletten Zusammenfassung chronologisch. Bevor das Video anfängt, bitte ich euch um Feedback in den Kommentaren zu diesem Video. Das Video ist etwas länger als die anderen. Es hat wirklich länger gedauert als für jedes andere Video. Ich möchte gerne Feedback über den Schnitt wissen. Schreibt einfach alles in die Kommentare, was euch genervt hat, was euch nicht genervt hat, was ihr gut fand, was ihr nicht gut fandet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Conjuring-Universum, mit der Zusammenfassung. Viel Spaß. Das Conjuring-Universum fängt im Jahre 1952 an, in Rumänien. Als zwei Schwestern eine Tür öffnen, wo Gott endet hier steht, um ein Relikt zu finden, befreien sie einen Dämon, der Balak heißt, und sich als Nonne verkleidet. Als alles schief läuft, bringt sich die andere Schwester um und erhängt sich. Als der Essensbote Frenchie die Nonne findet, geht das an den Vatikan weiter, der den Pater Burke und Schwester Irene nach Rumänien schickt, um den Ort zu untersuchen. Im Kloster angekommen, untersuchen sie die Leiche der erhangenen Nonne. Frenchie warnt Pater Burke, der die Leiche nicht so aufrecht hingetan hat, sondern er sie auf den Boden gelegt hat. Im Kloster stoßen sie auf ehrwürdige Mutter. Sie sagt aber, dass sie nicht weitermachen können, da die Tore bald schließen und morgen wieder kommen sollen, da sie gleich das Fest erhalten und darauf folgt das große Schweigen. Sie sollen Unterkünfte nehmen unten im Kolvett und gehen, bevor die Tore schließen. Am Abend, als Schwester Irene schläft, wacht Pater Burke auf und sieht einen Jungen, der gestorben ist wegen einem Exorzismus, der von ihm ausgeführt wurde. Als der Junge eine Schlange auskotzt, fällt Pater Burke in einen Sarg rein und wird lebendig begraben. Schwester Irene wacht aber von der Glocke auf, die an den Grabstein gemacht wurden, da die Menschen nicht wussten, ob sie wirklich tot sind während der Pest, und falls sie noch am Leben sind, haben sie einfach die Glocke geläutet. Als Schwester Irene Bekanntschaft mit Valak macht, findet sie Pater Burke Fähigkeit, Vision zu sehen. Als sie ihn ausgegraben hat, finden sie Bücher, die Dinge über den Dämon Valak verraten. Währenddessen spricht Irene mit einer anderen Schwester, die die Geschichte des Klosters erklärt und sagt, dass der Eigentümer St. Carter hunderte von Büchern schrieb, die zur Hilfe dienten, um Dämonen von der Hölle in die echte Welt zu bringen. Aber als die Kirche davon mitbekam, stürmten sie das Anwesen und verschließen das Tor zur Hölle mit dem Blut Jesu Christi. Das hätte auch geholfen, da das Anwesen später zum Kloster gemacht wurde und Nonnen täglich beteten. Aber als der Weltkrieg kam und Bomben auf das Kloster geworfen wurden, ging es einer der Dämonen, das Tor zu öffnen, und geistert seitdem durch das Kloster. Währenddessen findet Pater Burke auch eine Karte, von wo der Weg zur Tür führt. In der gleichen Zeit hat Irene eine Vision, wie sie von Valak in die Tür der Nonnen eingezogen wird. Als Frenchie wieder zum Kloster geht, weil er ein Barkeeper gesagt hat, dass er sie wiederholen soll, da es einfach zu gefährlich ist, geht er zurück und findet Schwester Irene und Pater Burke. Im Kloster suchen sie das Relikt mit dem Blut Christi und gehen zur Tür, wo Gott endet hier steht. Im Kampf schafft es Schwester Irene, Valak mit dem Blut Christi anzuspucken. Es scheint aber nicht funktioniert zu haben, denn man kann ein umgedrehtes Kreuz auf Frenchies Nacken sehen und Valak ist damit aus dem Kloster entkommen. Im Jahr 1946 stirbt die 7-jährige Tochter von dem Puppenmacher Samuel Mullins und seine Frau Esther. Ihre Tochter, die sie Bee nannten, sprang vor einem Auto, als sie eine Schraube holen wollte. Nach dem Tod lauerte eine Art Geist durch das Haus von den Mullins, bei denen beide gedacht haben, dass es Bee sein könnte. Also gaben sie die Erlaubnis, in einer Puppen zu steigen. Später aber, als beide merken, dass der Geist bzw. der Dämon nach einer Menschenseele suchte, der er besessen kann, sperren sie die Puppe in einen Kleiderschrank ein, der mit hunderten von Bibelseiten beklebt wurde und gesegnet wurde. 12 Jahre später, im Jahr 1958, laden die Mullins ein geschlossenes Waisenhaus ein, die mit 6 weißen Mädchen kommen und eine Nonne namens Schwester Charlotte. Schon am selben Abend geht einer der weißen Mädchen, die Janice heißt und an Kinderlähmung leidet, in das Zimmer von Bee und öffnet den Schrank mit Annabelle drin. Nach dieser Nacht belästigt Annabelle die anderen weißen Mädchen, aber besonders Janice, da sie am schwächsten ist. Nächsten Abend terrorisiert der Dämon Janice weiterhin und sie wird von dem Dämon in die erste Etage von der zweiten Etage geschubst. Seitdem ist Janice auf einen Rollstuhl angewiesen, der es noch leichter macht, Janice zu besessen. Als Schwester Charlotte und Janice draußen rumfahren, kommt der Dämon und schmeißt sie in einen Schuppen und nimmt volle Kontrolle über Janice. Die beste Freundin von Janice, also Linda, bemerkt, dass irgendwas nicht mit Janice stimmt und sagt, dass Samuel, dass sie im Bees Zimmer war und diese Puppe mit weißem Kleid gesehen hat. Daraufhin rastet Samuel ein wenig aus und geht ins Haus und versucht, den Dämon zu bezwingen, wird aber schwer verletzt und getötet. Währenddessen geht Schwester Charlotte ins Zimmer und in Esther und sieht, wie die andere Hälfte des Gesichts verdeckt, da sie ihr Auge verloren hat, wegen dem Dämon vor 12 Jahren. Als Esther Schwester Charlotte die Geschichte mit Bee erklärt, evakuiert sie die anderen Kinder, da sie Angst hat, dass der Dämon ihnen etwas antun könnte. Nachdem beide Mullins tot sind und Janice die Schwester gegen die Wand schmeißt, versuchen die anderen Kinder abzuhauen und werden auch vom Dämon gejagt. Als sich Linda von Janice versteckt und sie dann findet, kommt Schwester Charlotte und legt Janice ein Kreuz um den Hals und sie sperren sie wieder in den Schrank ein und hauen ab. Als die Polizei kommt, finden sie niemanden im Schrank, aber ein großes Loch. Lange Zeit später findet man Janice in einem weißen Haus, die von den Higgins adoptiert wurde und sie als Annabelle ausgibt.
Im Jahr 1970 in Santa Monica, Kalifornien, bekommen Mio und John ihr erstes Baby. Ein Geschenk von John macht Mia noch glücklicher. Sie bekommt eine Puppe, die ihre Puppensammlung vollendet. In derselben Nacht werden die Higgins von ihrer Tochter, die vor langer Zeit abgehauen ist und Annabelle heißt, um sich einer Sekte anzuschließen, umgebracht. Als die Polizei kam, schaffen sie es noch, den Mann umzubringen. Aber Annabelle findet man tot mit der Puppe von Mia auf. Mia möchte die Puppe nicht mehr haben und sagt zu John, dass sie sie wegschmeißen soll. An diesem Vorfall versucht Mia, sich zu schonen, da sie auch angegriffen wurde von dem Mann. Als sie sich versucht, abzulenken, bemerkt sie immer wieder, dass manche Geräte von selber angehen und es bricht auch ein Brand aus. Im Krankenhaus kommt das Baby zur Welt, die sie Lia genannt haben. Beide sind gesund durch die Schwangerschaft gekommen und wollen mit einem Umzug das Negative vergessen. Als sie die Sachen auspacken, bemerkt Mia, dass die Puppe wieder da ist und setzt sie wieder zu den anderen. Ab hier fangen die Dinge wieder von vorne an. Mia kann sehen, wie Menschen durch ihr Apartment laufen und terrorisieren das kleine Kind Lia und Mia. Als Mia anfängt zu recherchieren wegen des Überfalls im alten Haus, finden sie heraus, dass Annabelle versucht hat, einen Dämon zu beschwören. Das hat auch funktioniert und der Dämon ist jetzt in der Puppe drin. Sie findet auch Dinge in einem Buch, das sie vor einer Buchhandlung von Evelyn hat, die eine Nachbarin aus dem Apartment ist. Sie finden heraus, dass der Dämon eine unschuldige Seele haben möchte, die ihm angeboten wird. Da sie nicht weiß, was sie machen soll, fragt sie und John nach einem Rat bei Pater Paris. Er schlägt vor, die Puppe mit zu einem heiligen Ort mitzunehmen und nimmt sie mit zur Kirche. Das gefällt der Puppe natürlich überhaupt nicht und lässt Pater Paris durch die Luft schmeißen und wird schwer verletzt. Er wird in dasselbe Krankenhaus gebracht, wo John arbeitet. Im Krankenhaus sagt Pater Paris, dass der Dämon nicht die Seele von Mia haben möchte, sondern die von Lia, da ein Baby die Seele nicht anbieten kann und der Dämon sie einfach nehmen kann. Bei Mia im Apartment bekommt Mia und Evelyn den Dämon zu spüren. Evelyn wird zur Tür rausgeschmissen und Mia wird getäuscht, dass ihr Kind erdrosselt hat. Als sie sieht, dass es nur eine Puppe war, flüstert der Dämon zu ihr, dass sie ihre Seele haben möchte. Im Gegensatz bekommt sie wieder das Baby. Sie hätte sich fast auch aus dem Fenster gestürzt, wird aber von John aufgehalten. Stattdessen opfert Evelyn ihre Seele und Mia und John bekommen Lia wieder zurück. Nach dem Unfall weiß keiner, wo die Puppe genau ist, aber 6 Monate später findet eine alte Frau die Puppe und schenkt sie ihre Tochter, die Krankenschwester ist. Sie bekommen ähnliche Probleme, bekommen aber Hilfe von Ed und Lorraine Warren. Sie nehmen die Annabelle-Puppe mit nach Hause und schließen sie in eine Vitrine ein, die in einem Raum mit solchen ähnlichen Artefakten eingesperrt wurden. 1971 ziehen Carolyn und Roger Perrin mit ihren 5 Töchtern in ein altes Farmhaus. Am Anfang läuft es alles gut, außer der Hund, der nicht in das Haus gehen möchte. Doch am Abend finden die Töchter in einem versteckten Raum, der in den Keller führt. Am nächsten Tag findet man den Hund tot auf und die Mutter Carolyn hat an ihrem Körper überall Blutergüsse. In den nächsten Tagen passieren immer wieder paranormale Dinge, sei es ein miefender, süßer Geruch oder Hände klatschen bei Orten, wo keine Kinder sind. An einem Abend wird die Mutter im Keller eingesperrt und die Kinder machen Bekanntschaft mit dem Dämon Bathsheba. Als Carolyn merkt, dass in ihr Haus etwas nicht stimmt, findet sie Ed und Lorraine Warren auf und sagt zu ihnen, dass ihre Tochter Riesenangst haben und bitte ihre Hilfe braucht. Als die Warrens vorbeikommen, merkt Lorraine, die eine Gabe hat, Dinge zu sehen, die der Mensch mit bloßem Auge nicht sehen kann, dass etwas durch das Haus geistert. Nachdem sie sich etwas umgeschaut haben, kommen sie zum Entschluss, dass das Haus einen Exorzismus braucht. Als Lorraine und Ed sich etwas um die Geschichte des Grundstücks herausfinden, finden sie die Geschichte von Bathsheba. Sie nahm ihr Leben und ihres Kindes, um ihre Liebe zu Satan zu zeigen. Sie sagt, ich verfluche jeden, der versucht, sich mein Land anzueignen. Und seitdem bringen sich Menschen um, die einen Teil des Landes oder das Haus gekauft haben. Ed und Lorraine kommen wieder zurück zum Farmhaus mit Unterstützung. Sie bringen ihren Assistenten mit und einen Polizisten. Sie suchen nach weiteren Beweisen, damit die Bestätigung vom Vatikan bekommen kann und den Exorzismus durchführen kann. Sie stücken das Haus mit Kameras aus. In derselben Nacht geht einer der Töchter schlafwandeln in einer der Zimmer, wo sie sich hinter einem Schrank versteckt. Als Lorraine durch den Schrank geht, bricht der Boden weg und findet dort Geister von Müttern, die sich selber umgebracht haben. Lorraine und Ed bringen die Beweise nach dem Abend zum Priester. Währenddessen entführt Carolyn 2 ihre Töchter. Ed und Warren bekommen das natürlich mit und fahren zurück zum Haus. Da führt Ed den Exorzismus selber durch, da der Priester nicht so schnell ankommen kann. Carolyn schafft es auch abzuhauen, um einer ihrer Kinder umzubringen. Wird aber von Lorraine wegen einer schönen Familienerinnerung nochmal erinnert, wie lieb sie ihre Töchter hat. Dadurch konnte Ed den Exorzismus zum Ende bringen und Bathsheba zurück in die Hölle schicken.
Als die Warrens 1971 die Annabelle-Puppe mit nach Hause nahmen, um sie an einem sicheren Ort zu verstecken, da sie ein Magnet für tote Geister ist, verstecken sie sie in einer Vitrine im Warren Occult Museum. 1972, also ein Jahr später, engagieren die Warrens die Babysitterin Mary Ellen für ihre Tochter Judy, da sie erst am nächsten Tag, also an Judys Geburtstag, wieder kommen können. Als Mary Ellen Judy in die Schule bringen, sagen viele, dass sie nicht zu ihrem Geburtstag kommen können, da die Eltern das nicht erlauben. Zu Hause, als Mary Ellen und Judy ihren Geburtstag vorfeiern, bekommt auch eine enge Freundin von Mary L vorbei, die Daniela heißt. Sie möchte eigentlich nur in das Museum der Warrens, um dort eine Möglichkeit zu finden, ihren toten Vater zu sehen. Aber als sie die Tür öffnete und so gut wie alles anfasste, befreite sie nicht nur Annabelle, sondern noch viel mehr. Die ersten Geistererscheinungen bekommt Judy mit der Frau im weißen Hochzeitskleid, die dich so wütend macht, bis du jemanden umbringst. Aber mit einem Kurzfix kann sie den Geist davon abhalten, sie anzugreifen. Wenig später sagt Judy zu Mary L, dass sie dieselbe Gabe hat wie ihre Mutter, und zwar tote Menschen zu sehen. Am selben Abend bekommt die drei Mädchen noch einen Besuch von Bob, der im örtlichen Supermarkt arbeitet und Gefühle für Mary Ellen hat. Er wird aber von einem Geisterwerwolf angegriffen und versteckt sich im Hühnerstall. Kurz danach verabschiedet sich Daniela, bemerkt aber, dass sie noch die Schlüssel vom Museum hat und bringt ihn wieder zurück. Als sie die Schlüssel zurückbringen wollte, öffnet sie die Tür von selbst und sie nimmt das als Einladung und versucht nochmal ihren toten Vater zu kontaktieren. Doch stattdessen wird sie von einem Dämon belästigt und wird in das Museum eingesperrt. Währenddessen bringt Mary L. Judy ins Bett, wird aber von der Kreatur Fährmann angegriffen, die im Gegenzug für Bezahlung deine Seele ruhen lässt. Aber Mary L. ist nicht die einzige, die angegriffen wird. Judy bemerkt, wie die Annabelle-Puppe in ihrem Bett liegt und schmeißt sich in die Ecke, wo auch der Dämon erscheint. Als Mary und Judy entkommt und sie herausfinden, dass Daniela die ganze Geister freigelassen hat, wird sie nochmal von der Braut angegriffen und Mary L. bekommt einen Asthmaanfall. Als Judy und Daniela ihren Inhalator holen wollen, wird Daniela von der Braut besessen und Judy wird vom Werwolf angegriffen, wird aber von Bob gerettet. Als Mary L. wieder fit ist, suchen sie Annabelle und versuchen sie in die Vitrine einzusperren. Währenddessen kommt aber Daniela, die immer noch besessen ist von der Braut, wird aber wieder wegen einem Exorzismus-Videos wieder befreit und sie sperren Annabelle wieder ein. Am nächsten Tag an Judys Geburtstag, als Entschuldigung eine Menge Kinder zum Geburtstag kommen, da Daniela mit ihrem Bruder geredet hat, dass er nächstes Mal nicht so frech sein soll, bekam Daniela eine Nachricht von Lorraine, die sagt, dass sie mit ihrem Vater geredet hat und sie sich dafür nicht verantwortlich machen soll, für ihren Tod ihres Vaters. Im Jahr 1673 tötete eine Frau namens Lorona ihre beiden Kinder, um ihren untreuen Ehemann zu bestrafen. Als sie realisierte, was sie gemacht hat, bringt sie sich selber um. Zudem möchte ihr Geist andere Kinder entführen, die ihren toten Kinder ersetzen soll. Im Jahr 1973 in Los Angeles wird die Familienbetreuerin Anna zu der Familie Alvarez geschickt, da die Kinder schon seit langem nicht mehr in der Schule waren. Sie findet die zwei Söhne in einem abgeschlossenen Raum, da die Mutter ihre Söhne beschützen möchte und sie anfleht, die Kinder noch eine Nacht drinnen zu lassen. Als die Mutter von den Polizisten weggeschleppt wird, werden die Kinder in eine Einrichtung gebracht, wo sie noch am selben Abend von Lorona im Fluss ertränkt werden. Als sie abends von der Polizei gefunden werden, wird auch Anna kontaktiert und wir kommen mit ihren Kindern vorbei, die als nächstes von Lorona angegriffen werden und eine Art Brandmarkierung auf der Haut bekommen. Am nächsten Tag begegnen auch Sam und ihre Mutter Lorona, nachdem sie Anna mit Pater Paris über die Legende von Lorona unterhalten haben. Nachdem Chris immer wieder schwer verletzt wird, gehen sie in ein Krankenhaus, wo die Ärzte die Brandmarkierung sehen und Anna wegen Kindesmissbrauch gemeldet wird. Nach der Untersuchung erzählt Chris und Anne sich gegeneinander von der Erscheinung von Lorona. Währenddessen wird Sam fast von ihr ertränkt. Nachdem Anne nicht mehr weiter weiß, sucht sie nochmal Pater Paris auf und er sagt, dass sie mit Raphael Olvera sprechen soll, der zuerst sich helfen wollte, aber nach sich umentscheidet, um anfangen das Haus zu untersuchen. Nachdem er Beweise hatte und Lorona angefangen hat, sie anzugreifen, schaffte er es, sie mit Samen von dem Flammenbaum sie aus dem Haus zu jagen. Aber als Sam gesehen hat, wie ihre Puppe draußen liegt, zerstört sie eine Linie von den Samen und Lorona schnappt sie sich Sam und versucht sie umzubringen im Pool. Daraufhin segnet Raphael das Poolwasser, das zu Weihwasser wurde, und verscheucht Lorona. Nachdem beschließt Raphael und Anna, dass sie die Kinder bis zum Sonnenaufgang einzuschließen, sowie die eine Mutter mit ihren Söhnen. Aber die Mutter wegen mangelndem Beweis freigelassen wurde, direkt zu Annas Haus geht und sie den Kreis von Sam zerstört und Lorona wieder ins Haus gehen kann. Sie lässt auch die Kinder frei, entlockt aber Lorona auf dem Dachboden in einem finalen Kampf, wo sie mit dem Kreuz, das aus dem Holz von Flammenbaum besteht, erstochen und löst sich in Luft auf.
Am 13. November 1974 brachten Ronald Defoe Jr. seine Familie in Amityville House um. Er behauptete, dass er von einem dämonischen Gestalt besessen war. Zwei Jahre später, im Jahr 1976, untersuchten Ed und Lorraine Warren das Haus, wo Lorraine eine Vision hat, in dem sie als Ronald herumläuft und seine Familie tötete. Als Lorraine später in den Keller gelockt wurde, trifft sie auf eine Nonne, die zeigt, wie Ed von einem Baumstamm erstochen wird und wird sofort von Ed aufgeweckt. Ein Jahr später, im Jahr 1977, lebt die alleinerziehende Mutter Peggy mit ihren vier Kindern Janet, Margaret, Billy und Johnny in Enfield, London. Als Margaret und Janet mit einem selbstgebastelten Ouija-Board spielen, fängt Janet an, zu schlafzuwandeln. In ihren Träumen redet sie mit einem alten Mann, der behauptet, dass es sein Haus wäre und sie verschwinden solle. Nachdem nicht nur Janet von diesem Mann heimgesucht wird, bekommen auch die anderen Familienmitglieder die übernatürlichen Dinge mit und rennen so schnell wie möglich aus dem Haus, wo sie zu einer Freundin der Mutter fliehen. Als die Polizei rufen, um das Haus zu untersuchen, merken die Polizisten, dass die dagegen nichts tun können. Nachdem bekommt die Familie immer mehr Medienreichweite, wo später dann auch die paranormalen britischen Ermittler Maurice Gross ein Interview mit den Hutchins durchgeführt hat. Bei einem Gespräch finden sie heraus, dass der alte Mann Bill Wilkins heißt und in diesem Sessel starb, der in der Ecke steht. Nach dem Interview bekommen auch die Warrens von dem Fall mit, da die Kirche sie gebeten hat, sie sich einmal anzuschauen und nach London zu fliegen sollen. Kurz danach wird Lorraine wieder von der Nonne angegriffen und verlangt ihren Namen. Daraufhin fängt sie an, etwas in ihre Bibel zu ritzen. Nachdem Ed und Lorraine in London angekommen sind, versuchen sie nochmal mit Bill zu reden. Er sagt wieder, dass es sein Haus ist und sie verschwinden sollen und dass seine Familie bald wiederkommen wird. Ed antwortete darauf, dass sie nicht kommen können, da er schon längst tot ist und lieber in den Himmel fahren soll. Aber Bill kann den Himmel nicht wirklich leiden und verschwindet wieder. Nachdem kommt auch die Parapsychologin Antina Gregory dazu, die davon überzeugt ist, dass es keine übernatürlichen Wesen gibt und Janet alles nur vortäuscht. An einem Abend, als Janet und ihren Bruder in die Küche gegangen sind und Janet die ganze Küche verwüstet hat, hat eine Kamera das Ganze aufgenommen und beweist, dass Gregory recht hatte. Nachdem Gregory Perry unterstellt, dass sie ihre Kinder unterstützt hat, schmeißt sie alle raus und Ed und Lorraine reisen wieder ab. Als sie im Zug sind und Aufnahmen von Bill anhören, bekommt Lorraine eine Vision, wo sie sieht, dass Bill nur eine Marionette war von der Nonne. Sofort fahren sie wieder zu dem Haus der Hutchins, wo Janet die anderen Familienmitglieder anfällt und sie aussperrt. Ed versucht mittlerweile von dem Keller aus ins Haus zu kommen und schafft es auch, wird aber von einem heißen Dampf attackiert, findet aber Janet, die kurz davor war, sich in den Tod zu stürzen und hält sich fest. Währenddessen versucht Lorraine den Namen des Dämons herauszufinden und erinnert sich an das Eingeritzte von ihrer Bibel. Sie findet heraus, dass der Dämon Valak heißt und verdammt ihn dann zurück in die Hölle. Das führt auch dazu, dass Janet nicht mehr besessen ist und rettet auch Ed, bevor sie auf den Baumstamm fliegt. Als Ed und Warren wieder zu Hause sind und Ed einer gelegt in das Museum verstaut, tanzen sie noch zu einem Lied Can't Help Falling in Love. Im Jahr 1981 führen Ed und Lorraine Warren mit einem kleinen Jungen David Kletzel einen Exorzismus durch, der aber schief geht, da der Freund seiner Schwester Arnie Johnson mit dem Dämon spricht. Ed versucht ihn davon abzuhalten, wird aber von dem besessenen Jungen auf das Herz geschlagen und bekommt einen Herzinfarkt. Ed kann aber noch sehen, wie der Dämon in den Körper von Arnie steigt, der sich ihm angeboten hat. Nachdem Ed im Krankenhaus ist und wieder aufwacht, warnt er Lorraine davor, dass der Dämon in Arnie gestiegen ist und er währenddessen auch schon Visionen und Trugbilder von einer alten Frau Geister bekommt. Als Arnie eine Vision bekommt, wie ein guter Freund ihn versucht, ihn anzugreifen, steht er ihn ab und wird verhaftet. Er soll wegen Mordes angeklagt werden, aber Ed und Lorraine bitten, seine Anwältin Meryl auf unschuldig zu plädieren, wegen Besessenheit auf eines Dämons. Da Ed und Lorraine keine Beweise haben, gehen sie zum Haus der Klötzels und untersuchen es. Im Keller finden sie ein Totem, das von Satanisten hergestellt wird, um Dämonen zu beschwören. Nachdem sie von Pater Gordon über das Totem gesprochen haben, gehen sie auf Anraten zu dem Pater Kessner, der im Ruhestand lebt und Bücher und Artefakte besitzt von Satanisten, da er sich vor dem Ruhestand damit befasst hat. Nachdem sie gefragt haben, wieso Satanisten sowas tun, bekommen sie die Antwort, dass es keinen besonderen Grund dafür gibt. Nachdem der Assistent von Lorraine und Ed Bilder zu einigen Polizeistationen geschickt hat, finden sie einen Fall, der ähnlich ist wie der von Arnie. Sie fahren nach Danvers, Massachusetts und helfen bei deren Fall, um einen Einblick für eine Akte zu kriegen. Und weil sie bis jetzt nur die Leiche des Opfers gefunden haben, aber noch nicht die Leiche des Täters. Sie fahren also zum Ort des Geschehens und Lorraine bekommt eine Vision, wie sie das Opfer ersticht und fliegt fast von einer Klippe runter. Nachdem sie geholfen hat, die Leiche zu finden, bekommt sie einen Einblick in die Akte und finden heraus, wo die Leiche des Opfers ist und fahren und brechen im Leichenschauhaus ein, um den richtigen Mörder zu finden. Als Lorraine das Opfer anfasst, bekommt sie eine Vision von dem Mörder und es ist eine Okkultistin, die auch hinter dem Fall von Arnie steckt.
Zurück in Connecticut zeigt True Ed und Lorraine seine Ergebnisse. Bei solchen Flüchen fordert der Dämon zwei Opfer. Eins, das durch Mord und eins durch Suizid begangen wurde. Also muss die Okkultistin, um den Flug zu beenden, Arnie dazu zu bringen, sich selbst zu töten. Ed und Lorraine erkennen auch, dass man die Okkultistin nur davon abhalten kann, indem man ihren Altar zerstört. Als daraufhin auch bei den Warrens ein Totem aufgetaucht ist, bitten Lorraine nochmal bei Pater Custer um Hilfe. Er gesteht ihr auch, dass die Okkultistin seiner Tochter ist und sie hinter all dem steckt. Er zeigt ihr auch einen Tunnel, wo es zu ihrem Altar geht. Und daraufhin kommt auch seine Tochter und er wird von ihr getötet. Er schafft es noch am Ende mit einem Vorschlagshammer, den Altar zu zerstören, bevor Arnie sich umbringt. Und am Ende holt sich der Dämon die Seele von der Tochter. Ich hoffe, diese Zusammenfassung hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt ein Like hoch, wenn ihr wollt. Ich wollte euch noch auf eine Sache aufmerksam machen. Und zwar werde ich vielleicht anfangen zu streamen. Mal immer wieder so zwischendurch. Einfach mal, wenn ich keine Videos hochlade, dann dass ich dann irgendwas mache auf diesem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.